Hallo, liebe Schicherfreunde. Heute habe ich mal wieder eine neue Pfeife für euch auf meinem Kanal, und zwar die The Hooker Performante. So wie der Lamborghini, glaube ich, der Aventador, der gibt es auch eine performante Version. Aber die Pfeife heißt hier nicht Aventador, die heißt nur Performante. Mal wieder ein riesengroßer Brecher. Ich habe auch mal wieder einfach... Nee, ich habe ihn hier. Was ein Zufall. Da können wir direkt mal messen, wie hoch das gute Stück ist. Es kommt mir nämlich sehr groß vor. Wir werden ja den Kopf nicht sehen. Also bis zum Teller sind es, oder bis zum Kopfanschluss, sage ich mal, 65 cm. Ist schon groß. Also das muss ich schon mal sagen. Oder 65 ist eigentlich fast eine Standardgröße, aber irgendwie kommt sie mir ganz schön groß vor. War auch auf der Kamera so. Sie geht hier wirklich bis von oben nach unten. Ich weiß nicht, was da los ist. Auf jeden Fall ist es eine große Pfeife. Kommen wir aber erstmal zum Lieferumfang. Im Lieferumfang haben wir einmal ein Standard-Aluminium-Mundstück von The Hooker. Das kennen wir bereits, genauso wie einen schwarzen Silikonschlauch. Dann haben wir einmal einen Molassefänger dazu. Den hatten wir auch schon mal. Ich weiß bloß gerade nicht mehr, bei welcher The Hooker. Da hatten wir den auch schon mal. Also den kennt man bereits. Den können wir auch einfach hier runter machen. Das war jetzt nicht schlau. Genau, den können wir einfach hier runter machen. Passt perfekt. Die Pfeife hat oben den 18/8er Schlüfter, da kommen wir aber gleich zu. Dann haben wir einmal eine Zange, eine wirklich sehr, sehr schöne Zange. Ist jetzt nicht so eine Standardzange, so eine Standard-Spitzkohlenzange ist mal eine etwas andere. Ich blende das auch alles nochmal von nah ein, damit man es ein bisschen besser sieht. Und wir haben einen Steinkopf, einen Funnel-Steinkopf, das Ganze. Der wiegt, also das ist auch, damit könnten auch einige wirklich, das ist ein Ding, ey, das wiegt wirklich, also ich würde es jetzt ohne zu wiegen, würde ich es auf ein halbes Kilo schätzen, sogar ein bisschen mehr. Also das ist ein Ding, krank. Also der ist auch so riesig wirklich, ich weiß nicht, ob man das so sieht, meine Hand so, keine Ahnung, das ist wirklich riesig, das Teil. Also Wahnsinn, ne? Also wenn man jetzt kein Bild hätte, so, oder würde man sich denken, worüber werdet der denn? Aber wir haben einen Funnel-Steinkopf und dazu eine Smokebox, genau, also von The Hooker direkt, womit man auch Kohlen reinmachen kann. Wenn das die gleiche ist, die ich noch habe, weil ich habe die in Silber, ist die echt geil, weil da passt 3,26er Kohlen rein. Ich nutze die nämlich auch immer. Die ist nämlich schön groß und passt unten immer perfekt in die Köpfe. Passt ja auch natürlich perfekt drauf, geht aber auf dem Kopf ein bisschen unter, weil der Kopf einfach so riesig ist. Wahnsinn. So, kommen wir mal zur Pfeife. Dort haben wir einmal oben, also ganz Pfeife ist aus Edelstahl, V2A Edelstahl, oben einen 18/8er Schliff. Hier haben wir Katz drin, ne? Sehr schön verarbeitet, wirklich sehr sauber. Ich habe schon andere Pfeifen gesehen mit Katz, die waren nicht so sauber verarbeitet. Da hast du mal gesehen, oh, gut, da sah das mal nicht so geil aus, aber hier sieht das wirklich richtig, richtig gut aus. So, die Katz wirklich sauber gesetzt. Auch Schliffe hier, 18/8er Schliff, sind wirklich super aus, gehen auch wirklich rein und raus perfekt. Hier haben wir auch Katz in den Anschlüssen halt, genau in den Anschlüssen, wo wir die 18/8er reinmachen. Dann hat die Pfeife was Besonderes. Wir haben natürlich vier Schlauchanschlüsse, das was ihr mal feiert. Aber wenn man auspustet, geht es nicht aus den vier Schlauchanschlüssen raus, sondern aus Löchern, die ja am Rand sind. Werden wir gleich sehen, Freunde. Ich blende das auch, wie gesagt, alles von nahen ein. Macht sich am besten einfacher, ja, anstatt hier mal aufzustehen. Dann haben wir unten ein Klicksystem. Eine halbe Umdrehung circa. Und wir können das einfach lösen. Ich denke mal, ja, eine halbe Umdrehung circa. Und dann lösen wir die ganze Sache einfach. Hat unten ein Closed-Chamber-System, also eine kleine Hervorhebung. Unten sieht man auch nochmal genau, was ich meine, diese Neuerung. Man hat halt unten, ich wüsste gern, wie man das, also, wie soll man sagen, da fällt mir schon der Schliff raus. Man hat halt unten, ich muss das jetzt dabei einblenden, also ist schwer zu erklären. Man hat unten natürlich die Löcher für die Anschlüsse. Dann hat man nochmal Löcher drin, die man aufschrauben kann, wo Kugeln drin sind. Daraus pustet man dann im Endeffekt raus. Warum dreht sich das gerade so schwer raus? Na, eigentlich muss man die auch nie aufdrehen, sag ich mal. Ich muss mit diesen, sag ich mal, aufhören. Das geht mir selber auf den Piss. So, dann hat man dann auch einfach eine Kugel drin. Man pustet aus diesen Löchern aus, die hier, ja, in dieser Base drin sind. Ist eine kleine Neuerung, ist mal was anderes. Man pustet also nicht aus den Schlauchanschlüssen raus, sondern aus denen. Müsste ich echt mal probieren, ob man nicht trotzdem aus den Schlauchanschlüssen rauspustet. Also man trifft richtig kräftigen Pusten. Es müsste doch trotzdem aus den Schlauchanschlüssen rauskommen. Wir werden es sehen. Oder es liegt daran, weil die Kugeln ein bisschen schwerer sind, weil hier sind nämlich Metallkugeln drin. Ja. Was ich aber noch dazu sagen will, bevor jetzt einige fragen, ich habe auch eine Performante, ich kann nicht auspusten aus den Löchern. Ihr müsst eine Kugel aus dem Schlauchanschluss rausnehmen. Das habe ich vorher schon getestet. Ihr müsst eine Kugel aus einem Schlauchanschluss vorher rausnehmen. Heißt natürlich im Umkehrschluss, wenn ihr zu zweit raucht, könnt ihr entweder nicht auspusten oder die Seite, wo die Kugel draußen ist, muss zuhalten, wenn die andere Person zieht. Oder ihr müsst immer gleichzeitig ziehen, aber so zieht der eine dem anderen gefühlt noch den Rauch aus der Lunge.
Ist immer ganz witzig gewesen, also, kenne ich auch noch von früher. Dann haben wir unten eine teilbare Raussäule, also verkürzbar, oder ein Verlängerungsstück, je nachdem, wie man es sehen will, und einen abschraubbaren Diffuser. Und unten haben wir dann noch die Bowl mit Cuts drin, die mal wirklich wieder riesengroß ist. Aber Freunde, ihr steht doch auf große Pfeifen, kriege ich so irgendwie mit. Also eine große Bowl, deswegen habe ich uns auch die Kugel rausgenommen, der hier, aber eine große Bowl und jetzt halt nur Wassertropfen dran. Ich habe es noch mal vorher sauber gemacht, bevor wir hier das Ganze gleich losrauchen werden. Und ja, das war's. Erstmal von der Detailansicht, oder von der Detailansicht, aber vom Erzählen von der Pfeife, was man eigentlich grundlegend erzählen kann. Ich würde sagen, wir rauchen mit der Pfeife. Ja, wir rauchen auch schon mit Verlängerung, also wir verkürzen jetzt das Taucher nicht. Und dann würde ich mal sagen, legen wir mal los, Kopf vor und Wasser einlassen, Kohle auflegen und ab geht er. Die Pfeife ist nun angeraucht, Freunde. Übrigens, ich habe mal kurz den Anfang angeschaut. Ich habe nicht geheult oder so, das Auge ist einfach nur eingecremt, weil es wieder sehr, sehr gejuckt hat. Das Auge sieht so verheult aus, das ist immer noch mein Matschauge, immer noch die Entzündung, die da ist, aber egal. Gut, kommen wir mal zum Durchzug und zum Anzug, beziehungsweise was habe ich gebaut? KS Apocaminos Satz 3 Kugelsurkon. Ich habe nicht den originalen Kopf verbaut, einfach aus dem Grund, weil, ja, die Pfeife wird dann mal noch verlost auf Instagram, vielleicht im Dezember, wer weiß. Ja, deswegen habe ich den jetzt nicht verwendet und weil ich ihn halt einfach deswegen nicht einsauen möchte, weil, ja, sieht dann sonst kacke aus. Ein Lotus saut man halt in dem Sinne, den kriegt man nicht mehr blitzeblank wie am Anfang. Das ist mit dem Kamin genauso, aber, ja, das nur dazu. Und weil ich halt immer mit dem Kopf rauche und immer mit dem Mundstück und immer mit dem Schlauch. Deswegen ist der Schlauch ganz schön ausgenutzt und deswegen knickt der so minimal ab, geht mir auch ein bisschen auf die Nerven. Aber egal. Gut, schauen wir mal vom Durchzug und vom Anzugstechnischen. Vom Durchzug meine ich, muss man schon ein bisschen was machen. Also jetzt nicht extrem, es ist schon ein Standarddurchzug wie bei allen Suka-Pfeifen. Ich sag mal, wenn man es halt noch ein Stückchen länger, Stückchen leichter haben will, dann nimmt man halt diese Verlängerung raus. Und ja, oder die Verkürzung, entweder verkürzt man es Taucher nun oder verlängert es nun. Je nachdem wie man sieht, entweder ist das Glas halb voll oder es ist halb leer. Genau, also entweder macht man das ab oder man variiert noch mit dem Wasserstand. Ne? Also mit dem Wasserstand, sag mal, weiter als ich jetzt runter, als ich jetzt gemacht habe, geht nun nicht. Ich habe so knapp über den Diffuser gemacht. Aber der Durchzug ist so, ja, eigentlich Standard. Er ist jetzt nicht übertrieben leicht. So wie gesagt, dafür könnte man es halt verkürzen noch. Aber ist okay. Also ist ein Durchzug, den ich okay finde. Anzug wieder. Sehr, sehr leicht das Ganze, sehr, sehr angenehm auch. Muss man da halt drauf stehen, also man muss nicht viel tun. Und die Pfeife legt schon los. Ich würde mal sagen, wir probieren mal das Auspusten. Das ist ja hier das Besondere aus diesen Löchern. Einfach mal gucken, ob alle aus allen vier das funktioniert. Funktioniert. Kommt aus allen vier Löchern oder aus diesen Löchern, die in der Bowl sind, kommt das raus, der Rauch. Ist eine Neuerung, finde ich auch ganz cool. Kommt halt nicht aus den Schlauchanschlüssen raus, ist mal was anderes. Man pustet halt aus diesen Löchern raus. Wie gesagt, man muss halt die Kugel rausnehmen, dass man überhaupt auspusten kann. Das dachte ich nämlich am Anfang, dass man die Kugel drin lassen kann. Ist leider dem nicht so. Aber gut, ist ja jetzt nicht so schlimm. Da ich eh mal alleine rauche, nehme ich die Kugel raus. Wie gesagt, wenn ihr zu zweit raucht, muss halt einer zuhalten, wenn der andere zieht. Ja, was ich noch probieren wollte ist, okay, wenn man halt wirklich kräftig pustet, kommt es halt noch aus den Schlauchanschlüssen raus. Ist jetzt, war nicht mal richtig zugedreht hier der eine, ist jetzt aber auch nicht so fatal. Weil ich finde die Neuerung mit den Löchern ist schon nett, ist mal was anderes. Ich finde es jetzt nicht, dass man es unbedingt braucht. So, da finde ich jetzt nach oben zum Teller auspusten cooler, anstatt jetzt unbedingt aus den Schlauchanschlüssen raus. Aber wie gesagt, wenn man es sehr, sehr kräftig pustet, kommt es halt nur aus den Schlauchanschlüssen raus. Deswegen halt sind Metallkugeln drin, weil, ich denke mal einfach, die Metallkugeln sind ein bisschen schwerer und die bremsen das halt so ein bisschen aus, dass halt das nicht aus den Schlauchanschlüssen rauskommt, sondern aus den Anschlüssen, weil da sind nämlich nur kleine Plastikkugeln drin.
Aber das Ausbrusten funktioniert. Wie gesagt, wenn aus einem Mal was nicht rauskommt, kann sein, dass die Kugel einfach nur so ein bisschen klemmt, beziehungsweise die Kugel einfach nur feucht ist. Dann kann sein, dass das nicht ein bisschen rauskommt. Ansonsten verarbeitungstechnisch top. Kann ich nichts sagen, also wirklich gar nichts. So, diese Cuts sehen sauber aus. Die Bowl sieht wirklich sauber aus. Habe ich auch keine Blase drin gefunden. Generell sieht es wirklich sehr, sehr schön verarbeitet aus. Die Pfeife finde ich wirklich super. Also die Entwicklung ist wirklich Wahnsinn. Es fasst sich auch richtig geil an. Auch richtig schön hochwertig. Ich muss sagen, so zu einer 300-Euro-Pfeife, finde ich, hat man gefühlt keinen Unterschied. Weil auch wenn man über die Cuts rüber fasst, so, also fühlt sich sauber an. Also fühlt sich wirklich richtig schön an, das Ganze. Was ich fast vergessen habe, wäre das Closed-Chamber-System. Funktioniert fast perfekt, so mit zwei, drei Mal auspusten, hat schon ein sehr großes Bowlvolumen, wenn man halt das Taucher nicht kürzt. Dazu muss man aber sagen, ist auch immer wasserstandsabhängig. Aber ich sag mal, es funktioniert. Also man kriegt den Rauch, alten Rauch schon so zu 98% raus. Ja, sehe ich als funktioniert durch. So, kommen wir mal aufs Preisliche. Ich kann mir das nicht merken, weil das jetzt vier Preise sind, Freunde. Und zwar, Freunde, kostet das Modell, so wie es hier steht, das Wasser ist gefärbt, Freunde, also die Bowl ist nicht blau oder so, einfach nur, damit ich für die Fotos die Cuts dann besser sieht. Genau, also so wie sie hier steht, mit Kopf, Schlauch, also mit Kopf, mit Aufsatz, mit Mundstück, mit Schlauch, mit Molassefänger und der Zange kostet die Pfeife 200 Euro. Derzeit im Angebot bis Ende des Jahres, und 15% Rabatt, kostet sie 170 Euro. Ne, bis Ende des Jahres, also bis Ende 2019. Die ganze Pfeife gibt es auch als Goldfassung. Da ist alles Gold, was hier Silber ist. Also alles, so in dem Sinne. Und das Mundstück ist auch noch in Gold. Aber es ist einfach nur Goldfarbe. Ist jetzt kein echtes Gold, kostet sie 220. Derzeit im Angebot bis Ende des Jahres durch diese 15% 186 Euro. Ne? Das sind, oder 187,99. Das sind die Preise. Also 200 so und in Gold 220, im Angebot so 170, in Gold 187. Das sind die Preise dafür. Finde ich in Ordnung. Ist auch ein ganz schöner Brummer. Auch, dass du halt mal einen anderen Kopf dazu hast. Also hier ist jetzt nur die Kugel drin, deswegen klappert das. Dass du halt auch wirklich einen schweren oder einen guten Funnelkopf dabei hast. Einen schönen schweren mit Aufsatz. Du hast einen Molassefänger dazu. Du hast keine Standard-Spitzkohlenzange dazu. Finde ich es wirklich in Ordnung, den Preis. Kann auch nichts gegen sagen. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, was ihr investieren wollt. Vier Schlauchanschlüsse, man kann direkt zu viert loslegen. Man braucht in dem Sinne nur Wasser, Tabak und Kohle. Und dann kann man direkt loslegen. Gut, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt links, schauen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Ich wünsche guten Rauch.